Servus und hallo, liebe Freunde. Heute gibt es nur ein kurzes Video, und zwar ist das nur ein kleines Update, was es Neues gibt bei uns, was sich in den letzten Tagen und Wochen getan hat. Ja, ihr seht, ich bin wieder zu Fuß unterwegs hier in die Stadt. Ich habe Folgendes auf dem Programm heute, und zwar muss ich Hühnerfutter kaufen. So ein Spezialfutter, Ponedora nennt sich das. Das ist dafür da, dass die Hühner oder die Hennen besser Eier legen können. Das wird doch nur an die Hennen verfüttert, also die Hähne bekommen das nicht. Wir füttern hauptsächlich Mais und ich sag mal Mais en grano und Mais molido, das ist so ein gemahlener Mais. Und die Hennen kriegen halt noch dieses Ponedora mit dazu, damit sie besser Eier legen können. Dann muss ich in ein Fachgeschäft für Motorradzubehör oder Motorradersatzteile. Das ist auch der Grund, warum ich wieder mit dem Bus unterwegs bin. Unser Roller ist wieder kaputt, war gerade repariert und jetzt ist wieder was kaputt gegangen, ist aber zum Glück nichts Dramatisches. Also das ist der Punkt Nummer zwei heute auf meiner Tagesordnung hier in der Stadt zum Einkaufen. Und dann muss ich noch in die Bäckerei zum Brot holen. Das war es dann im Wesentlichen auch schon. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit. Das Schild hier von der Stadt hat einen neuen Anstrich bekommen in den Farben von Misiones. Hier Puerto Rico in grün, weiß, rot. Und hier seht ihr jetzt den Torbogen hier, wo man zu uns in die Stadt fährt. Hat auch einen neuen Anstrich bekommen. Puerto Rico in den Farben von Misiones, darunter Capital de la Industria in den Farben Argentiniens. Grünpflege wurde gemacht hier in Puerto Rico. Hier seht ihr, die Bäume an der Straße sind geschnitten worden. Muss auch ab und zu mal sein. Also die Stadt hat ein bisschen Kosmetik bekommen. Ich bin jetzt hier an dem Laden, wo ich das Hühnerfutter kaufe. Da seht ihr einen schönen alten Peugeot, und das ist das Geschäft, wo ich das Hühnerfutter kaufen werde. Ich glaube, hier habe ich die Jungs jetzt erwischt, die hier die Bäume schneiden. Ja. Sieht ganz so aus. Da wird fleißig gearbeitet. Ich bin heute mit dem Bus gefahren. Das hat den Grund, dass weil unser Roller schon wieder kaputt ist. Nachdem ich jetzt da, ich sag mal, den neuen Kolben eingebaut habe mit Kolbenringe, der Zylinder ist ausgeschliffen worden. Es sind neue Dichtungen eingebaut worden, neue Ventilschaftdichtungen. Nachdem das alles passiert ist jetzt, da ist mir dann der Keilriemen gerissen mit einem lauten Knall an der Stelle, wo es bergauf geht, also nicht mit Vollgas. Ich kann momentan nicht Vollgas fahren mit dem Roller, weil halt der Kolben neu ist und der Zylinder neu ausgeschliffen wurde. Aber ich sag mal schon, bei einer Bergaufpassage, ne, also unter Last, hat es einen lauten Knall gegeben und da ist mir der Keilriemen um die Ohren geflogen. Kann man sich so vorstellen, als wenn es beim normalen Motorrad oder bei einem Fahrrad die Kette zerreißt. Der Roller hier von uns ist Automatik, der hat einen Riemen und den hat es halt in 1000 Fetzen zerlegt. Hier seht ihr kurz eine Einblendung, was davon übrig geblieben ist. Und diesen Keilriemen, das ist ein etwas spezifisches Teil, sag ich jetzt mal, den habe ich hier bei uns in der Stadt nirgendwo bekommen. Der musste bestellt werden. Das ist jetzt eine Woche her ungefähr. Und ich gehe jetzt hier zu einem Fachgeschäft für Motorradzubehör und Ersatzteile und der Riemen ist gestern gekommen und jetzt werde ich den dort kaufen. Es gibt hier bei uns in der Stadt mehrere Geschäfte, wo Motorräder reparieren. Also gibt es einige hier. Und das hier, was ihr jetzt an der Mitte vom Bild seht, das ist Perico Moto. Der Inhaber ist ein Japaner. Der Herr ist ganz nett. Der hat mir diesen Keilriemen bestellt für das Motorrad. Der kommt jetzt umgerechnet um die 20 Euro. Das ist relativ viel für hier, für Argentinien, für die Verhältnisse. Aber es nutzt ja nichts, das Ding muss wieder laufen und deswegen gehe ich jetzt dort rein und werde mir dort den Keilriemen organisieren. Das ist jetzt der Riemen hier für das Motorrad. Wie gesagt, etwa 20 Euro kostet der. Und ich habe die Erlaubnis bekommen, hier mal zu filmen im Lokal. Das ist der nette Herr hier, der Verkäufer.
Hier seht ihr mal so, was es alles gibt hier. Motorradzubehör, da oben habt ihr Aufkleber zum Beispiel, da sind LED-Lichter, Schlüsselanhänger. Da gibt es Helme, Koffer fürs Motorrad. Schöne alte Honda hier. Te conviene esperar, digo yo, porque si quieres llevar, vende. ¿Hace Diego Vecchia? Diego Vecchia, ¿no? Ja, so sieht es hier aus. So, den Riemen habe ich jetzt besorgt. Jetzt habt ihr mal gesehen, hier dieses Fachgeschäft für Motorradzubehör und Ersatzteile, wo ich hier drin war. Wie gesagt, da gibt es hier bei uns in der Stadt einige von denen. Ja, was ist noch passiert bei uns? Das hier ist unser Eingangstor, das kennt ihr ja schon. Und da haben wir hier einmal hier in der Mitte vom Bild eine Palme und da drüben eine Palme. Da habe ich jetzt so ein Kaninchendraht unten drum gemacht. Geh mal ein bisschen näher ran. Die Heidi begleitet mich hier. Ja, genau, das ist der Grund. Weil die Hunde, die rennen hier immer, wenn Leute hier vorbeilaufen, die rennen hier immer so am Zaun entlang. Und deswegen habe ich hier den Kaninchendraht hingemacht. Und zwar um die Hunde zu schützen, nicht um die Palme zu schützen, sondern weil, schaut mal genau hin hier. Seht ihr das? Muss ja vorsichtig sein. Seht ihr das, was das für Dornen sind hier? Also die sind teilweise bestimmt 10 cm lang, die Dornen. Und die sind halt auch da unten am Stamm. Deswegen hier der Kaninchendraht. Bevor hier noch einer von den Hunden sein Augenlicht verliert, aus Versehen hier, wenn die hier vorbeilaufen. Hier bei der Palme habe ich das gleiche gemacht. Diesen Maschendraht hier außenrum. Da seht ihr die Dornen. Ja. Ja, das bleibt ja nicht so. Die Palme wird größer. Das später dann ist das ein Stamm. Ein richtiger Stamm. Der hat zwar auch noch die Dornen, aber die kann man dann unten einfach entfernen und dann ist das ungefährlich. Dann sind die nur noch oben. Vom Wetter her, also wettertechnisch, hatten wir ein paar schöne Tage, wo sehr viel Sonnenschein gewesen ist, wo es richtig schön warm gewesen ist, also frühlingshaft warm. Wir hatten allerdings auch starke Gewitter mit Sturm und Unwetter. Und da ist Folgendes passiert, da hatten wir auch ein bisschen Pech bei uns am Haus. Da ist in der Nacht bei einem Sturm bzw. bei einem Gewitter die halbe Baumkrone von einem unserer Eukalyptobäume bei uns auf dem Grundstück runtergekommen und hat unser Stromkabel vom Haus runtergerissen, also zum Glück nicht abgerissen. Also wir sind nicht ohne Strom gewesen, aber hat einen ordentlichen Schaden gemacht, diese Baumkrone da. Hat an dem Kabel gerissen und da ist das Kabel von der Wand am Haus runtergerissen und ja, der Zaun ist kaputt gegangen, den mussten wir reparieren und ja, das habe ich dann am nächsten Tag gemacht und am gleichen Tag in der Nacht ist dann wieder ein Gewitter gekommen und da hat es die andere Hälfte von der Baumkrone runtergeweht, allerdings zum Glück auf der anderen Seite vom Zaun hat unser Stromkabel nur knapp verfehlt, sodass da nichts weiter passiert ist. Ja, unser Baum ist jetzt ein bisschen kürzer, fehlt die komplette Krone und ja, aber wie gesagt, der Schaden war nicht so dramatisch, ist schon wieder alles in Ordnung. Da hinten seht ihr unser Haus und hier gegenüber dieses Grundstück hier, das sind, ich glaube, über 20 Hektar. Das ist zum Verkaufen aktuell. Hier werden momentan die Bäume gerodet hier, das sind Eukalyptusbäume und ihr seht hier am Boden liegen überall die Reste von den Baumstämmen. Also hier werden tatsächlich nur die großen Hauptstämme abtransportiert, so wie jetzt da hinten in der Mitte vom Bild einer liegt. Die werden verwertet und das ganze andere Zeug, was hier rumliegt, das ist quasi Abfall.
so gesehen. Und wir haben hier die Erlaubnis bekommen, das abzuholen. Also wir holen das natürlich nicht alles, aber wir kommen immer wieder hierher und holen etwas von diesem Holz mit und wir machen mit diesen Resten hier unser Feuerholz. Ihr seht, dass da teilweise auch Stämme dabei sind hier. Ich sag mal, das da, der hat sicher 10 cm im Durchmesser. Also das ist optimal hier. Das da ein bisschen kleiner, vielleicht so 5, 6 cm. Also ist alles von allem was dabei. Und für unseren kleinen Ofen hier oder einfach mal so, um ein Feuerchen zu machen, ist das optimal. Hier seht ihr die ganzen Reste. Und hier holen wir momentan das Holz. Und das ist dann quasi gratis, ne? Also man muss es halt nur schneiden in Stücke, die in den Ofen reinpassen. Und ja, bietet sich halt an. Also das ist ein riesen Grundstück hier, wie ihr seht. Das sind bestimmt, also wie gesagt, 20 Hektar groß, die aktuell zum Verkauf stehen. Ja, ihr habt gesehen hier, es ist bei uns grau heute. Es ist nicht allzu kalt, aber es ist Regen angesagt. Es tropft auch schon so ein bisschen. Was ich noch vergessen habe zu sagen oder euch zu erzählen, ist, dass es bei uns mit dem Internet jetzt langsam losgeht. Also gestern waren die Leute hier bei uns neben dem Grundstück und haben das Kabel verlegt für Internet, was wir da bestellt haben. Und wir sind schon sehr gespannt, wann wir das dann endlich ins Haus gelegt bekommen. Also momentan wird einfach nur das Kabel gelegt, weil wir wohnen ja so ein bisschen abseits und da ist bis jetzt noch gar kein Kabel gewesen. Das wird jetzt installiert. Aber ich sag mal, im Endeffekt ist das nicht nur für uns, weil hinterhalb von unserem Grundstück, da wird fleißig gebaut, sind auch die Leute, also mindestens 3 Parteien, die gerade da ihr Häuschen am Bauen sind und die werden da ja dann auch irgendwann Internet benötigen. Deswegen ist das Kabel jetzt, sage ich jetzt mal, nicht nur für unseren Haushalt, sondern langfristig gesehen für mehrere Häuser. Seht ihr hier aus dieser Richtung, da hinten, da kommt da oben das, die Stromkabel kommen da und da oben an dem Mast, seht ihr jetzt in der Mitte vom Bild, da so einen Ring Kabel aufgerollt, das wird das Internetkabel sein. Ich hätte das gerne mal angeschaut, aber ich kann das leider von hier unten nicht erkennen, ob das jetzt Glasfaser ist. Es hat geheißen, das ist Fibra Optica, also Glasfaser. Oder ob das eine Kupferleitung ist. Das ist natürlich dann von der Geschwindigkeit her ein Riesenunterschied. Wenn die Jungs hier nochmal kommen zum Arbeiten, werde ich da mal mit dabei sein und mal anschauen, was das für ein Kabel ist. Und ihr seht jetzt, gehe jetzt mal hier mit euch ein bisschen hier Richtung unser Grundstück. Da kommt jetzt gerade hier so eine große Maschine hier von der Firma, die hier das Sägewerk betreibt. Ein großer Forsttraktor, wie ihr seht, kommt mir da entgegen. So. Da ist unser Haus. Da hinten sind wir mit dem Ringkabel jetzt. Also das muss jetzt dann theoretisch noch zu diesem Mast. Dann da hinten zu diesem Mast und dann rüber und dann kommt es zu uns ins Haus rein. Also wir sind nicht mehr weit vom Haus entfernt. Aber wie gesagt, Begrüßungskomitee ist auch schon da. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob das jetzt Fiberglas ist, wie es geheißen hat, oder Kupfer. Das müsste ich mir noch im Detail anschauen. So. Also wie ich schon gesagt habe, es sind 3 Parteien bei uns, die hinter unserem Grundstück gerade ihr Häuschen am Bauen sind. Eigentlich sind es 4 Parteien, die 4. Partei, die ihr Haus hier gerade am Bauen ist, bei uns hinterm Grundstück, die zeige ich euch hier. Das sind diese Vögel hier, habt ihr vielleicht schon mal irgendwie aus dem Fernsehen gesehen, die ihr Häuschen hier aus Lehm oder aus Erde bauen. Ich weiß den Namen jetzt nicht, ich werde das noch rausfinden und euch dann hier im Video mit einblenden. Nur so als kleine Vorankündigung. Im Moment sind sehr viele Auswanderer hier, vor allen Dingen aus Paraguay, die jetzt ihr 3-jähriges Jubiläum haben. Das ist bei uns noch nicht so weit. Wir sind erst im September, Anfang September dran. Da wird es dann ein sehr ausführliches Video geben von der Lourdes und von mir, was wir alles erlebt haben hier oder wie uns die ganze Auswanderergeschichte hier verändert hat.
wie uns das Ganze unser Leben umgekrempelt hat, welche Gewohnheiten wir ablegen mussten, welche neuen Gewohnheiten dazugekommen sind. Also das wird auf jeden Fall interessant, aber wie gesagt, dauert noch ein bisschen im September. Anfang September ist es dann bei uns soweit, ja? Also das nur mal schon so am Rande, könnt ihr euch schon mal vormerken. So, und an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt dann. Ich bin jetzt fast zu Hause, muss noch ein bisschen laufen, aber ist nicht mehr so weit. Also viele Grüße hier aus Misiones in Argentinien. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Ciao, ciao.